und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich alles abgeschlossen, aber wir haben ein größeres Update gehabt und deswegen wollte ich gerne mit euch weitermachen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich sehr, sehr doof finde, und ihr wisst ja, dass ich sehr oft nur die Möglichkeit habe, abends aufzunehmen. Donald, danke, dass du mir hier wieder voll ins Bild reinprescht. ja, was ich eigentlich sagen wollte, was ich sehr, sehr doof finde, sie lacht sich da auch noch drüber kaputt, dass wir normalerweise ja über die Steuerung in den Einstellungen immer die Zeit verschieben konnten, was wir jetzt aber leider, leider nicht mehr machen können, was ja offenbar ein Bug ist von Disney, was natürlich extrem scheiße ist, um es mal so zu sagen, weil wir nämlich jetzt die kommenden Folgen alle bei der Nacht aufnehmen müssen, was natürlich optisch extrem doof aussieht. So, das nur vorweg, dafür kann ich leider nichts. Ich habe nichts falsch eingestellt oder ähnliches. Dann nebenbei für alle, die sich die Folgen angucken, wir haben jetzt aktuell ein Event noch am Laufen. Sternenfahrt der 100-Jahr-Feier. Ja, finde ich sehr, sehr dreist. Dazu komme ich jetzt nochmal. Und zwar Belohnungen kann man wie immer auch so sammeln. Beim letzten Mal haben wir es ja mal so gemacht, oder ich habe es mal so gemacht, dass ich mir den Pass freigeschaltet hatte, einfach mal, ja, um die Sachen zu holen. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich es extrem dreist, weil man muss den Pass freischalten und man kriegt noch nicht mal, das war allerdings letztes Mal genauso, man bekommt noch nicht mal das Geld, also diese Dreamlights wieder rein. Wenn man sehr viel spielt, kann man insgesamt 2000 noch reinkriegen. Also hat man einen Verlust im Endeffekt von 500 gemacht. Es ist aber trotzdem wirklich dämlich gemacht, weil bei jedem anderen Anbieter hat man mindestens das, was man ausgibt, auch wieder drin. Sei es jetzt bei, wie heißt es nochmal, The Crew 2, bei DBD oder sonst irgendwas, bei Fortnite beispielsweise. Da hat man immer das, was man ausgegeben hat, wieder drin, sodass man sagen kann, okay, man kann es einmalig freischalten, also einmalig kaufen, dann schaltet man es frei, dann spielt man es halt eben auch dementsprechend und hat es wieder drin. Und für den nächsten Pass, der dann in der Regel ja immer genauso teuer ist, das heißt in der Regel, also bei jedem Spiel, was ich kenne, genauso teuer ist, dann nimmt man halt das, was man dann wieder gesammelt hat und steckt es wieder in den nächsten Pass rein und kann dann damit halt eben diese Belohnung machen. Die machen ihr Geld dann auf eine cleverere Art und Weise. Das kriegt Disney offenbar nicht hin. Aber gut, jeden das seine. Die einen können es, die anderen eben nicht. Ich persönlich werde diese Sachen hier zwischendurch mal machen, aber ich werde mich jetzt nicht so darauf versteifen, weil so super tolle Sachen sind nicht drin. Den Pulli hier, den wollte ich mir noch holen und ja, alles andere ist jetzt nicht mehr so dolle, weil das meiste, was einigermaßen gut aussieht, das bekommt man nur bei Premium. Ach ja, genau, diese Hose hier, die wollte ich mir auch noch holen, die passt dann nämlich auch noch dazu. Und ansonsten alles andere, wie ihr seht, ist jetzt nichts großartig Besonderes drin. Also das Kostüm von Mickey beispielsweise kann man freischalten, aber das Kostüm von Minnie, was ja irgendwie ein bisschen schöner aussieht, finde ich, wie das von Mickey, das gehört dann wieder unter Premium. Wenn man beides haben will, wird man gezwungen, Premium zu nehmen und ja, sehe ich nun mal überhaupt nicht ein. Dann zwei andere Sachen, beziehungsweise eine andere Sache habe ich ja schon gesagt, dass wir neue Quests haben. Und zwar der große Schneesturm ist einfach reingekommen, als ich mich eingeloggt hatte. Eine Sache noch, wundert euch nicht, die Kisten sehen jetzt komplett anders aus. Das ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet. Ich bin mir nicht sicher, weil am 16. war es, glaube ich, kam ein Update. Und ich schätze mal, dabei haben wir neue Kisten bekommen. Mittlere Truhen und große Truhen. Entschuldigt meine Stimme, aber ich konnte die ganze Zeit wunderbar reden, bis ich auf Aufnahme gedrückt habe. Das ist irgendwie, meine Stimme mag kein Mikrofon, habe ich so das Gefühl im Moment. Eisenbarren könnte ich mir eigentlich mal herstellen. Ich wollte nämlich mit euch eigentlich auch nebenbei, hallo, nimmst du das jetzt an? Nebenbei mal schauen, wie groß die eigentlich sind. Deswegen, ach so, genau, hier gibt es auch noch was Neues und zwar gibt es diese Handbücher. Ich weiß nicht genau, was die, also wie sie das bewirken. Die sollen bewirken, dass man, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl auf Level 10 ändern kann, was man ausgewählt hat. Also zumindest stand es so auf Twitter, so habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, für mich ist das absolut uninteressant, weil ich will natürlich alles nur bei der Gartenarbeit haben, sonst bringt mir das ja eh nicht wirklich was. Aber das nur mal so als Info.
So, die kleinen Truhen, die bleiben übrigens dabei. Man muss immer 25 Weichholz und 25 Steine haben. Die mittleren Truhen, habt ihr ja gesehen, 25 Hartholz, 5 Eisenbarren. Und jetzt wird es richtig, richtig teuer. 1000 Dreamlight pro Truhe. Das heißt, wenn wir ganz viele von diesen, ja, mittleren Truhen bauen würden, würden wir unheimlich viel Dreamlight brauchen. Abgesehen jetzt mal vom Hartholz und natürlich auch Eisenbarren, was man ja sehr selten nur bekommt. Beziehungsweise Eisenbarren geht noch, aber man braucht natürlich wieder 5, um einen Barren zu machen von dem Eisenerz und so weiter. Also ist das auch sehr teuer umgerechnet. Aber wir stellen jetzt trotzdem einmal, damit man das mal gesehen hat, eine her. So, dann werden wir mal eben reingehen auf die zweite Etage und ich stelle die mal einfach jetzt hier rein. Das ist ja nur mal eben zum Anschauen. Also wenn wir hier reingehen, haben wir jetzt zwei von diesen Reihen haben wir komplett voll. Wenn wir jetzt hier die größere reinstellen, die muss ich jetzt erstmal suchen. Meine Liste ist zum Glück nicht mehr ganz so lang, weil ich jetzt sämtliche Zimmer soweit schon mal eingeräumt habe. Es fehlen allerdings noch so ein paar Sachen und bei vielen Sachen weiß ich auch gar nicht, was soll ich da reinmachen. Wieso finde ich jetzt die Truhe nicht? Die ist normalerweise. Ach, hier ist sie ganz unten. Okay. Gut. Hat die gleiche Größe auf jeden Fall schon mal, wenn wir die hier hinstellen. Ich sehe gerade, was ist das denn hier? Keine Ahnung, wo ich die jetzt her habe. Aber die habe ich auf jeden Fall. So, dann wollen wir da erstmal reinschauen. Ah, die hat. Okay, ich ahne was. Die hat dann das Doppelte vom Platz her. Anstatt zwei Reihen hat die vier Reihen. Das heißt, die ganz große wird, vermute ich mal, insgesamt sechs Reihen haben. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Also da wäre ich dann schon für, dass ich die dann mache. Das Problem ist nur, ich würde die natürlich trotzdem weiterhin gerne dann auf alle machen. Und da fängt es dann schon wieder an, problematisch zu werden. Ich lasse die Kiste jetzt erstmal hier stehen. Ich wollte das nur mal getestet haben mit euch, dass ihr das auch wisst. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, noch keine Zeit zum Spielen hattet oder vielleicht einfach nur nicht die Ressourcen dafür hattet. Jetzt müssen wir. Ach nee, Moment, wir müssen. Berate dich mit Merlin, genau. Dann hoffe ich inständig, dass Merlin keine Lust hat, gleich schlafen zu gehen, weil die meisten sind ja immer am Bett, wenn ich. Oder viele sind halt eben am Schlafen, wenn ich aufnehme, wenn es so dunkel ist. Ist er noch hier drin? Ja, ne? So, Merlin. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ah, da bist du ja, da bist du ja. Schön. Ach so, ja, wir haben auch noch einen goldenen Türknauf bekommen. Das werde ich dann aber später mit euch machen, würde ich sagen. Ach so, ich muss, lass uns was Lustiges unternehmen. Ich muss noch mal kurz mit ihm reden, weil ich muss Konservationen machen. Gameplayerin, ich weiß, dass du keine Zauberin bist, aber hast du jemals von einem Duell der Zauberer gehört? Ja, den Film kenne ich. Dann weißt du ja, wie es funktioniert. Mein letzter Kampf mit Madame Mim, nun, es war ein erbitterter Zweikampf, könnte man sagen. Wir müssen nicht so brutal sein. Da du deine Form nicht wandeln kannst, nennen wir nur die Namen dessen, in was wir uns verwandeln würden. Lass uns bei Tieren bleiben. Alles klar? Ich fange an. Ich wähle die Form einer Schildkröte. Schildkröte. Okay, Kaninchen ist auf jeden Fall schneller. Ich könnte jetzt einen Elefant nehmen, aber dann wäre ich ja ganz groß, ne? Ein Kaninchen? Willst du mich, die Schildkröte, zu einem Wettrennen herausfordern? Ja, klar. Nun, ich kenne eine Fabel, die dir sagen wird, wie das ausgeht. Hehe, ich gewinne. Danke, sehr. Ja, sehr freundlich auch, dass ich mit dir kurz diskutieren durfte. Hallo. So, der große Schneesturm. Da fangen wir mal mit an. Weil wir nämlich alles, zumindest tagsüber, komplett im Nebel hatten hier. Gameplayerin, genau die Person, die ich sehen wollte. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass wir ein ziemlich großes Schneeproblem haben. Es gibt einen Schneesturm in den eisigen Höhlen, aber das hat nichts mit den meteorologischen Gegebenheiten zu tun. Es ist dunkle Magie im Spiel. Ein magischer Schneesturm? Das klingt nach einem Job für Elsa. Naja, normalerweise würde ich zustimmen und ich habe vor, sie zu fragen. Aber dieser Sturm hat etwas Unnatürliches. Ich fürchte, dass selbst Elsas Magie nicht in der Lage sein wird, es zu unterdrücken. Ich werde ein paar Fäustlinge besorgen, genau. Was für ein magischer Schlamassel. Was sollen wir tun? Aha.
Um das in Ordnung zu bringen, müssen wir die Säule in den eisigen Höhlen wiederherstellen. Das sollte die lästige dunkle Magie in Schach halten. Wie kann ich die Säule wiederherstellen? Ich nehme an, ich muss die Kugel finden, wie bei den anderen? Ganz genau. Aber ich fürchte, das ist leichter gesagt als getan. Die Kugel wird in den eisigen Höhlen seitdem vergessen vermisst. Und sie... Oh je, sie ist schon so lange verschwunden, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, welche Tugend für ihre Magie verantwortlich war. Was könnte es gewesen sein? Pünktlichkeit? Nicht mit offenem Mund kauen? Ordnung, Pünktlichkeit, keine Ahnung. Es ist Eis. Vielleicht, also ich sag mal Pünktlichkeit. Aber ich... Genau. Dann da zu sein, wann man gebraucht wird. Wenn nicht sogar früher, ist in der Tat eine Tugend. Aber woraus auch immer diese Säule ihre Kraft bezog, es war etwas mehr Elementares. Was auch immer es war, ich fürchte, du wirst Schwierigkeiten haben, die Kugel zu finden. Bei dem Schneesturm kann man kaum die Hand vor den Augen sehen. Ich schlage vor, dass du mit deinen Nachforschungen im Zentrum der mysteriösen Aktivität beginnst. Du musst im Schneesturm nach der Quelle der Zerstörung suchen. Beeil dich, der Sturm wird immer größer. Wenn wir ihn nicht bald aufhalten, fürchte ich, dass er das ganze Tal verschlingen wird. Oh, und Gameplayerin, ich schlage vor, du ziehst dich dem Wetter entsprechend an. Es ist eisig kalt. Und ich wollte eigentlich... Ich schlüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ja, Merlin. Und ich wollte ehrlich gesagt eigentlich mir sogar was Sommermäßiges anziehen, weil es ja hier immer so schön ja mit Sonnenstrahlen und alles ist. Aber irgendwie hat das nicht wollen sein. Aber eins muss ich mal kurz gucken. Ach so, nee, das war ja diese eine Quest, die wir eben hatten, genau. Die mache ich dann danach. Also weiß ich. So, er hat gesagt, in den eisigen Höhlen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo. Suche nach Hinweisen für die Quelle des Schneesturms, also in den eisigen Höhlen, heißt für mich in der Höhle selber, ja? Achso, das war das andere, ich wollte gerade sagen. Weil die Höhle, ich sehe gerade nichts, war, meine ich, irgendwo hier? Nee? Hä? Oh, da habe ich noch Gold liegen gelassen. Was ist das denn? So geht das? Moment, interagiere mit der Felswand? Was? Welche Felswand? Hä? Moment. Nee, das ist Aufheben. Aber da höre ich doch die ganze Zeit was, oder nicht? Oh, jetzt geh doch einfach mal über die Steine drüber. Also hier ist es definitiv nicht. Aber das kam erst, als ich hier rübergegangen bin. Moment, ich nehme mal hier die Sachen weg. Dann haben wir das schon mal weg. Hier kann ich auch nirgendwo mit... Ach, das sind Spuren. Ah... Okay. Oh. Hallo, Olaf. Oh. Hallo. Hallo, ich bin's, Olaf. Oh, du hast mich gefunden. Hurra, das bedeutet, dass ich dran bin. Jetzt bist du an der Reihe, dich zu verstecken. Ich gebe dir einen Rat. Such dir einen guten Platz. Anna sagt, ich bin ein epischer Sucher. Olaf? Oh. Gameplayerin, du bist es. Warte, du siehst größer aus als in meiner Erinnerung. Ich nehme an, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist schon lange her. Lange vor dem Vergessen. Jetzt bist du wohl erwachsen, was? Ja, das stimmt. Ich hoffe, du bist nicht zu erwachsen, um unser Spiel zu Ende zu spielen. Aha. Jetzt bist du an der Reihe, dich zu verstecken. Und ich bin an der Reihe, zu suchen. Bist du bereit? Lass uns später Verstecken spielen. Zuerst... Was ist das für ein Ort? Weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war vielleicht mal ein besonderes Zimmer. Mein besonderes Zimmer? Was meinst du? Naja, du kamst hierher, wenn du alleine sein wolltest. Und der Komplexität des Lebens zu entfliehen und über den Sinn des Universums nachzudenken.
Das ergibt Sinn. Wir brauchen alle Zeit, um alleine zu sein. Das ist wirklich wahr. Hier gibt es so viel seltsame Magie. Ich frage mich, woher das alles kommt. So wie ich. Das ist wirklich eine Kammer voller Geheimnisse. Was ist mit dir passiert? Hä? Nun, ich bin ja eines Tages hierher gefolgt. Da war ein heller Lichtblitz. Und dann warst du weg. Seitdem bin ich hier. Tatsächlich, weil ich nicht herauskam. Oh, das ist schrecklich. Nun, ich war einsam und ich habe dich und all meine Freunde vermisst. Aber ich habe 12 epische Romane in meinen Kopf geschrieben, während ich hier war. Es ist eine Serie. Ich werde dir später etwas vortragen. Ich brauche deine Hilfe, um ein magisches Durcheinander zu reparieren. Ein magischer Schneesturm bedroht das ganze Dorf. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir die Kugel finden und die Säule wiederherstellen. Oh, ich möchte so gerne helfen. Aber zuerst brauche ich noch etwas Hilfe. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass mir meine Nase, meine Knöpfe und meine Arme fehlen. Ich dachte schon, du siehst ein wenig anders aus. Manche mögen das minimalistische Aussehen, aber ich mag Olaf ich viel lieber. Ich helfe dir, alle deine Teile zurückzubekommen. Ich glaube, als ich reinkam, habe ich ein paar Eichhörnchen gesehen, die sie weggetragen haben. Oh, richtig, ich Dummerchen. Diese Eichhörnchen sind meine Freunde. Ja. Wusstest du, dass es über 200 Arten von Eichhörnchen gibt? Aber die hier sehen nicht aus wie die Eichhörnchen, die ich bisher gesehen habe. Sie sind ganz geheimnisvoll und leuchten. Trotzdem spielen sie gerne mit mir und das ist schön. Das hilft, sich die Zeit zu vertreiben. Sie nehmen meine Knöpfe und meine Nase und ich jage ihnen hinterher, um sie zurückzubekommen. Klingt nach Spaß. Natürlich war es das. Besonders für die Eichhörnchen. Aber dieses Mal, als du hereinkamst, rannten die Eichhörnchen mit meiner Nase und meinen Knöpfen direkt an dir vorbei. Ich musste sie bisher immer nur jagen. Okay, ich helfe dir, sie zurückzuholen. Toll, lass uns ein paar Eichhörnchen jagen. Auf Wiedersehen. Ja, aber ich guck erstmal, was wir hier haben. Eine Erinnerung. Ich habe hier etwas zurückgelassen. Etwas, das ich brauche. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Ich brauche es, um die Mauer einzureißen. Okay. Also, ich vermute mal ganz stark, dass wir hier auch noch andere... Aber hiermit können wir nicht interagieren, ne? Lesen? Auf diesem Sockel befindet sich ein einziger trüber roter Edelstein, ein Granat. Warum soll ich das lesen? Es gelingt nicht. Nichts funktioniert. Ich muss die Magie der Säule sein, die mich daran hindert. Okay. Da ist noch ein Zettel. Vor allem dieses ganzen Edelsteine rausfinden und so. Ich versuche, mich mit den Dorfbewohnern anzufreunden, aber es ist, als stünde eine Mauer zwischen uns, als ob etwas in mir zerbrochen wäre. Okay, da ist noch einer. Hallo? Ich muss die Kugel herausreißen, um meinen Zauber ausführen zu können. Es gibt keine andere Möglichkeit. Okay, also hier, wenn wir irgendwie das Geheimnis erkunden würden, würden wir wahrscheinlich irgendwas drauflegen müssen, denke ich mal. Der Zauber, er ging schief. Ich muss einen anderen Ort finden, einen ruhigeren. Vielleicht muss ich alle Kugeln entfernen. Okay, kann ich hier irgendwie rüber... Nur wenn das Licht an ist, merke ich, dass mein Leben dunkel ist. Hier drinnen bin ich sicher. Okay, also ich sehe jetzt so auf Anhieb zumindest keine anderen Blätter mehr. Suche im Schneesturm nach den gruseligen Eichhörnchen.
Und Holz werde ich immer mitnehmen. Das sind die gruseligen Eichhörnchen. Komm, 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 komm. Was habe ich jetzt? Irgendwas habe ich gerade. Olafs Knopf. Ah, okay. Okay, 4 Teile muss ich insgesamt. Da ist noch was. Das ist die Nase. Dann nehmen wir hier die Dinger auch nochmal eben mit, weil ich bin hier gerade mächtig am Sammeln. So, hier sehe ich jetzt so aktuell nichts. Ne, das war auf jeden Fall nichts davon. Tja. Ach, jetzt lauf, Mann. Guck, während ich aufhebe, gucke ich so im Hintergrund. Also ich sehe auch hier den Polarfuchs und alles. Moment, der war aber gerade irgendwie so ein Ding, was mich hier rumgeleitet hat, oder? Kann das sein? Ja, da. Also ich laufe immer drauf zu und dann drücke ich ganz schnell die linke Maustaste. Oh, hier bleibe ich doch bestimmt jetzt hängen. So. Linke Maustaste und dann habe ich die Sachen. So, gehe zurück zu Olaf. Da bin ich wieder. Oh gut, du bist hier. Du hast meine Nase und meine Köpfe gefunden. Ich danke dir. Damit fühle ich mich viel mehr wie ich selbst. Hey, hast du gewusst, dass Eichhörnchen ihren Schwanz benutzen, um in luftiger Höhe das Gleichgewicht zu halten? Ja, wusste ich. Das ist so cool. Du hast recht. Eichhörnchen sind eine Quelle für fast unendlich viele interessante Fakten. Jetzt haben wir noch einen dazu. Sie lieben es, mit Karotten zu spielen. Bist du bereit, meine kleine Nase? Setzen wir dich doch mal dorthin zurück, wo du hingehörst. Oh, das ist so viel besser. Ich würde dich ja gerne umarmen, um mich zu bedanken. Aber da mir immer noch meine Arme fehlen, wäre das schwierig. Ach so, stimmt, wir haben ja nur 3 Knöpfe geholt. Wo können sie sein? Oh, fällt mir gerade ein. Es fehlen nicht nur meine Arme. Sie hielten etwas, als ich sie verlor. Hast du nicht gesagt, dass du nach einer Art Kugel suchst? Nein, oder? Nun, ich hielt eine in der Hand, als ich hier eingesperrt wurde. Magst du nicht auch solche Zufälle? Wenn wir also deine Arme finden, dann finden wir auch die Kugel. Ausgezeichnete Schlussfolgerung, Gameplayerin. Oh, wir können auch schlussfolgern, dass ich, wenn ich nicht weiß, was mit meinen Armen passiert ist, ich nicht weiß, was mit der Kugel passiert ist. Du weißt nicht, was mit deinen Armen passiert ist. Wie ich schon sagte, ich weiß nur noch, dass ich hier hereinkam und dann ein grelles Licht sah. Und danach waren meine Arme weg und die Kugel auch. Und ich war eingesperrt. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, zu erfahren, was hier passiert ist. Aber es ist schon so lange her. Wenn du dich nicht erinnerst und ich mich nicht erinnere, dann erinnert sich vielleicht das Wasser. Das Wasser erinnert sich? Wie meinst du das? Oh, Wasser hat ein Gedächtnis. Das wird zwar von vielen bestritten, aber es ist wahr. Wir müssen nur einen Weg finden, es dazu zu bringen, die Erinnerung mit uns zu teilen. Ob Elsa wohl etwas darüber weiß? Elsa, genau. Sie ist sehr gut darin, dem Wasser zu helfen, uns zu zeigen, woran es sich erinnert. Also gut, ich werde mit Elsa sprechen. Okay. Dann suchen wir mal Elsa in der Hoffnung, dass sie noch nicht schläft. Jetzt habe ich es gesagt, ne? Nein, Elsa ist mal wieder am Futtern. Wie so oft den ganzen lieben langen Tag lang. Übrigens, ich habe die Optik von meinem Haus geändert, aber ich habe trotzdem keine andere Optik drin. Falls irgendjemand weiß, warum, weil ich habe das nämlich jetzt bei dem Event gekauft. Falls das irgendjemand weiß, warum das nicht funktioniert, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil wir haben es nämlich beide gekauft und sind beide total enttäuscht, weil wir es beide nicht erhalten haben im Endeffekt. Gameplayerin, zum Glück bist du da. Ich habe alles Mögliche versucht, um diesen Schneesturm in den eisigen Höhlen zu stoppen. Aber nichts scheint zu funktionieren.
Es scheint von einer Art dunkler Dreamlight-Magie versorgt zu werden. Ich glaube, ich weiß, wie wir das Problem lösen können. Aber ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Womit auch immer ich helfen kann. Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich habe mich zum Zeitpunkt des Schneesturms, zum Zentrum des Schneesturms begeben und habe eine geheime Kammer voller seltsamer magischer Experimente gefunden. Oh, und das ist noch nicht alles. Ich habe Olaf im Inneren gefunden. Schön. Olaf! Oh, welch eine Erleichterung. Anna und ich haben uns Sorgen um ihn gemacht. Wusste er irgendwas über den Schneesturm? Ja, er hilft mir. Oh. Gut, was hat er gesagt? Olafs Arme fehlen. Er meint das Letzte, woran er sich erinnert, dass er sich an der Kugel festgehalten hat. Wir brauchen sie, um die Säule wiederherzustellen. Aber er weiß nicht, wo er sie finden kann. Er meinte etwas von Wasser, das Erinnerungen in sich trägt. Das ist es. Olaf kann manchmal ziemlich genial sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Kräfte hilfreich sein werden. Was auch immer geschehen ist, steht möglicherweise nicht eng genug mit ihm in Verbindung. Wow. Aber vielleicht schaffst du es ja in der Vergangenheit, könnten deine herrschaftliche Gießkanne die im Wasser verborgenen Erinnerungen herausspülen. Dann können wir vielleicht herausfinden, was genau mit der Kugel passiert ist. Meinst du, meine Gießkanne hat immer noch diese Kraft? Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Mein Freund Papi würde sagen, du musst da beginnen, wo alles begann. Und das wäre die Säule in den eisigen Höhlen. Ich werde weiterhin versuchen, diesen Schneesturm abzuwehren, während du Untersuchungen vornimmst. Halte deine Gießkanne einfach hin und konzentriere deine Magie in der Nähe der Säule. Vielen Dank auch. Ja, vielen Dank für den Tipp. Oh! Hallöchen! Hier sieht's ja jetzt ganz anders aus. Ich wollte gerade sagen, die Tür war doch normalerweise komplett woanders. Sehr schöne Bilder übrigens nebenbei. Es ist hier viel, viel größer geworden. Cool. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber das sieht gut aus. Vielleicht, weil immer so viele Leute hier drin sind. Das kann natürlich auch sein. Achso, ja, zu den verschneiten Höhen. Ja, es ist gut, Remi. Alles wird gut. So, jetzt muss ich mal gucken, war das jetzt hier oder war das jetzt... Achso, hier ist zumindest... Muss ich das jetzt hier machen? Benutze deine Gießkanne? Achso, ja. Kann ich ja gar nicht warten, bis was passiert. Okay. Heißt das jetzt, ich habe die Kugel gehabt? Ich meine, das hat ja immer alles irgendwie mit mir zu tun, aber... Heißt das, ich habe jetzt am Ende die Kugel gehabt oder was? Sind es meine Erinnerungen oder... Ich weiß es nicht. Elsa, warum sitzt du jetzt hier am Tisch und warum kann ich nicht mit dir reden? Hallo, jetzt? Du. Hallo, Gameplayerin. Hat deine Gießkanne etwas aufdecken können? Ich habe gesehen, wie das Vergessen die Kugel von der Säule entwendet hat. Aha. Oh. Nun, ich habe viel Zeit damit verbracht, mit Merlin über diese Magie des Dorfes zu reden. Er erzählte mir, dass die Säulen von einem Schutz umgeben sind, der die dunkle Magie fernhält. Hm. Vielleicht beabsichtigte das Vergessen, gefährlichere Arten von Magie zu verwenden, und die schützende Aura der Säule hat das verhindert. Elsa, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Das Vergessen, es ist ein Teil von mir. Eine Art Splitter von mir, den ich zurückgelassen habe. Hm. Ich verstehe. Nun, ich weiß, dass Magie solche Dinge bewirken kann. Olaf ist ein Teil von mir. Und er ist lieb und nett, aber das ist Marshmallow auch. Ein viel größerer Schneemann, den ich erschaffen habe. Er ist, sagen wir einfach, er ist sehr beschützend. Also, wenn also das Vergessen dunkle Magie einsetzen wollte, heißt das, dass ich das auch wollte? Ich würde mich nie mit dunkler Magie abgeben. Aha. Vielleicht geht es nicht um dunkle Magie. Vielleicht geht es um Loslassen. Vielleicht ist das der Teil von dir, den das Vergessen repräsentiert. Der Teil, der nicht loslassen kann. Aber das würde bedeuten, dass der Schneesturm, das Vergessen, könnte das alles meine Schuld sein? Hm. Was? Nein, Gameplayerin. Das ist nicht deine Schuld. Ah. Vertrau mir, wenn es darum geht, magische Schneestürme auszulösen, die alles und jeden, den ich liebe, zu verschlingen drohen, habe ich ein wenig Erfahrung. Magie und Emotionen können ungewollte Dinge bewirken.
Je mehr du über deine Magie weißt, desto besser kannst du sie kontrollieren. Wow. Das Wichtigste ist jetzt, dass du hier bist und versuchst, die Sache in Ordnung zu bringen. Und ich denke, dass wir diesem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen sind. In der Erinnerung sah es so aus, als ob Olaf das Vergessen mit der Kugel wegrennen sah und er dem Vergessen in die geheime Kammer folgte. Ich denke, du wirst dort deine Antworten finden. Ich werde nachsehen, ob es in der geheimen Kammer noch mehr Erinnerungen gibt. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Oh, jetzt will ich immer zu der Tür raus. Und jetzt ist die gar nicht mehr da, wo sie sonst immer war. Das ist doch blöd. So, zurück zu Olafs geheime Kammer. Wobei es ja eigentlich nicht seine geheime Kammer ist, nebenbei bemerkt. So. Hallo, Olaf. Ich bin's, Olaf. Nee, echt? Gameplayerin, ich muss es wissen. Sind wir der Lösung des Rätsels um meine fehlenden Arme schon näher gekommen? Ich denke schon. Elsa hat mir geholfen, mit meiner Gießkanne eine Erinnerung in der Höhle der Säule in den eisigen Höhen hervorzuholen. Ich habe gesehen, wie das Vergessen die Kugel aus der Säule gezogen hat. Das Vergessen? Aber es sah genauso aus wie du. Ja, das Vergessen hat mein Gesicht. Es ist eine Art magischer Splitter von mir. Hm? Oh, genauso wie ich ein Teil von Elsa bin. Wie faszinierend. Ich denke, so ähnlich ist es. Ich dachte jedenfalls, dass du das Vergessen bist, als wir Verstecken gespielt haben. Du warst schon lange verschwunden, aber wir waren noch mitten im Spiel. Also bin ich dir gefolgt, dem Vergessen, damit ich dich fangen kann und du endlich ins Dorf zurückkommst. Hm. Dann habe ich gesehen, dass das Vergessen diese glänzende Kugel fallen gelassen hat. Also habe ich sie aufgehoben und bin hierher gekommen, um sie zurückzugeben. Aber was ist dann passiert? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Aber du kannst deine Gießkanne hier benutzen, um es herauszufinden. Bis okay. Bald. Und wo? Ach, da. Achso, da hinten soll ich auch nochmal. Okay. Oh, hallo! Wow, hast du das gesehen? Ich muss das Vergessen unterbrochen haben, während es eine Art magischen Zauber wirkte. Und die Kugel ließ die Magie hier verrückt spielen. Das war bestimmt der Blitz, den ich gesehen habe. Also, diese Kammer, das muss die des Vergessens sein. Und es war das Vergessen, das dich hier eingesperrt hat. Es tut mir so leid, dass das passiert ist, Olaf. Das ist in Ordnung. Ich weiß, dass du das nicht gewollt hättest. Danach schnappte sich das Vergessen die Kugel vom Boden und warf sie in das Portal dort drüben. Ja. Mit meinen Armen, die noch dranhingen. Oh, aber die positive Seite ist, dass wir wissen, wo die Kugel ist. Jemand mit Armen kann einfach in das Portal greifen und sie schnappen. Ich würde mich ja freiwillig melden, aber keine Arme. Das Portal flackert ständig. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, hineinzugreifen. Hm. Oh, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das in einem dieser Bücher zu reparieren. Da meine Arme fehlen, konnte ich die Seiten nicht umblättern, um sie zu lesen. Aber die Titel sind sehr interessant. Es geht um Magie, Zaubersprüche, Dinge zum Schweben bringen, wie man Portale öffnet. Hast du gerade gesagt, wie man Portale öffnet? Wie man Portale öffnet? Ja! Und wir müssen ein Portal öffnen. Ich schätze, dass ich dieses Buch finden muss. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Ja, nichts wiedersehen. Da ist noch eins. Der auch. Gibt es hier noch mehr? Nee. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Du hast dein Buch gefunden? Ist es das, was wir brauchen? Du musst es mir vorlesen, da ich die Seiten nicht umblättern kann. Okay. Es heißt, du willst also ein dunkles Portal öffnen. Was für ein geistreicher Name. Wie praktisch, dass es so spezifisch ist. Klingt so, als wäre es genau das, wonach wir suchen, Gameplayerin. Hoffentlich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was drin steht. Dieses Buch,
Dadurch hat das Vergessen sicher zum ersten Mal gelernt, all diese Portale zu öffnen. Kein Wunder, dass sie überall auftauchen. Wirst du es lesen? Demnach brauchen wir etwas namens Dreamlight Prisma, um das Portal zu reparieren. Dort drüben liegt ein Haufen Glasscherben auf dem Boden. Ich wette, das Vergessen hat es auch damit versucht. Vielleicht können wir meine Arme zurückbekommen, wenn du sie eingesammelst und die kaputten Teile ersetzt. Oh, und die Kugel, vergiss die nicht. Da steht, dass wir Glas und gereinigte Nachtscherben brauchen. Aber sobald ich es repariert habe, muss ich einen Weg finden, alle Farben des Regenbogens durch das Prisma zu leiten. Wie soll ich das machen? Nun, da drüben in der Nähe des Portals sind ein paar Edelsteine, aber nicht alle Farben. Ein paar fehlen wohl. Keine Sorge, Gameplayerin, du wirst sicher herausfinden können, was zu tun ist. Schließlich heißt es, dass ich dem Portal eine meiner tiefsten Ängste zuflüstern muss, um den Zauber zu besiegeln. Ich sollte wohl darüber nachdenken, wovor ich Angst habe. Aber jetzt fange ich erst einmal an, das Dreamlight Prisma zu machen. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Ach, da war auch noch ein Bub? Das habe ich nicht gesehen. Okay, dann nehmen wir das auch noch mit. Sonst ist hier aber nichts, oder? Ich habe hier gerade was klimpern hören. Nee, ich denke nicht. So, Glas ist weniger das Problem, glaube ich. Aber gereinigte Nachtscherben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Nachtscherben habe. Jetzt brauche ich gar nicht... Moment. Ich brauche 10 mal Glas und 5 gereinigte Nachtscherben. Okay. Also, 10 mal... Och, das ist nicht euer Ernst jetzt. Da habe ich auch keinen Platz für. Achso, die ganzen Bücher und so habe ich jetzt natürlich auch noch. Flüche und Verhexen, 101. Was mache ich denn jetzt mit denen? Die und die brauche ich. Die brauche ich jetzt im Prinzip aber nicht. Dann lege ich die erstmal hier rein. Die Sache mit den 2-Gänge-Menüs, die könnte ich eigentlich auch verkaufen, weil die brauchte ich nur für die Quest. Was haben wir denn noch gehabt? Moment, irgendwo das, das und das tun wir auch mal da rein. Aber zumindest wieder ein paar Plätze frei. So, 10 Glas, 5 gereinigte Dingsbums-Scherben, hier Nachtscherben. So, einmal Glas herstellen. Und gereinigte Nachtscherben, 5 Stück. Zack. Und ich weiß gar nicht, was ich daraus jetzt machen soll. Stelle das Dreamlight Plasma her. Also hier. Okay. Lege das Dreamlight Prisma auf den Sockel in der geheimen Kammer. So. Wo haben wir dich denn? Einmal rein. Auf den Sockel. Das dürfte der hier vorne sein, oder? Ja. Da. So. Und nun? Achso, finde heraus, welche Edelsteine in der Geheimkammer fehlen. Kann man nicht lesen, ne? Man kann nur interagieren. Da kann man immer noch lesen. Roter Granat. Blauer Aquamarin. Gelber Topaz. Naja gut, soll ja ein Regenbogen sein. Das heißt, es fehlen noch 3 Farben. Die Frage ist jetzt, theoretischerweise müsste ich ja zurückreisen können und er müsste mir dann normalerweise anzeigen, welche davon jetzt zu der Quest gehören. Theoretisch. Ob das natürlich praktisch jetzt auch so geht, ist jetzt die Frage. So, Moment, Edelsteine habe ich hier. Nee, natürlich nicht. Okay. Topaz war drin.
Jetzt weiß ich nicht mal was. Aber das waren noch die Eckigen, die da drin waren, oder? Ich kann die jetzt schlecht alle mitnehmen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob grün drin gewesen ist. Smaragd glänzender Smaragd. Ich meine, es waren keine glänzenden drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Blau, rot. Ich glaube, also ich meine, grün war nicht drin. Ich meine aber auch, dass gelb auch nicht drin war. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht auch lila? Keine Ahnung. Ich würde ja erstmal so einen Kristall hier mitnehmen. Der hat ja quasi Regenbogenfarben schon fast. Aber, naja. Ich nehme jetzt erstmal die mit, weil das die eckigen sind. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, wegen der Farbe. Ich bin ja auch doof. Ich habe da noch dran gedacht, da musst du dir aber die Farben merken. Und zack, habe ich mich bewegt. War dieser gute Vorsatz schon wieder zu Ende und ich habe schon wieder vergessen, was drin war. Ich meine aber, die Grundfarben wären drin gewesen. Nee, doch nicht ganz. Gelb war drin. Also blau, rot. Ach so. Moment. Müsste ich da jetzt vielleicht orange reinmachen? Ich habe keine Ahnung. Moment, hier kann man jetzt alles reinmachen. Ja, dann übertrag's doch einfach. Ach so, das will er nicht. Lila will er auch nicht. Ja, gelb habe ich ja eigentlich schon. Aber es sind anscheinend die, die wir brauchen, nehme ich mal an. Ups, das war der grüne. Okay. Da kommt lila rein. Gut, gelb war jetzt natürlich doof. Okay, gelb, grün, blau, lila, rot. Gelb, grün, blau, lila, rot. Ich muss das jetzt leider immer wieder sagen. Gelb, grün, blau, lila, rot. Gelb, grün, blau, lila, rot. Gelb, grün, blau, lila, rot. So. Gelb, grün, blau, lila, rot. Gelb hatten wir also schon. Das heißt, schwarz hatten wir noch nicht. Lila, rot. Gelb, grün, blau, lila, rot. Aber schwarz im Regenbogen? Also ich würde eher sagen, den Zitrin. Zitrin, ja. Das wegen dem Orange halt, weil das ist ja, meine ich, auch die Farbe. Also ja gut, Regenbogen. Also schwarz schließe ich völlig aus. Ich denke wirklich, dass das dieses Orange sein wird. Wenn nicht, muss ich nochmal hinlaufen. Das Einzige, was aber sonst noch drin wäre, ich nehme mal vorsichtshalber den Rosanen auch noch mit. Aber ich denke, dass das Orange sein wird. Weil die anderen Farben sind ja im Endeffekt so da drin. Was mich irritiert, das sind jetzt halt diese Steine, die eckig sind. Die haben jetzt soweit alle gepasst. Also könnte es natürlich sein, dass das auch eckige Steine sein müssen. Aber ich kenne halt keine anderen mehr sonst. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da noch welche gibt. Deswegen, wir probieren es jetzt erstmal so. Also ich denke, ich hoffe, dass es orange ist, weil orange meiner Meinung nach auch im Regenbogen drin ist. Ja, perfekt. Okay. Es ist jetzt stabil. Damit dieses Portal stabil bleibt, muss ich ihm meine größten Ängste anvertrauen. Clowns. Besonders nachts. Die große rote Nase, das gruselige Lachen, die roten Haare. Sie sind erschreckend. Hey, etwas passiert mit dem Portal. Ich glaube, die Magie beginnt zu wirken. Und die Arme kleben noch dran. Olaf, ich habe deine Arme. Hallo, Olaf, darf ich mit dir reden? Hallo. Du hast sie gefunden. Du hast meine Arme gefunden. Komm her, Ärmchen. Lasst mich euch anstecken. Ja. Oh, das ist viel besser. Ich fühle mich so angesteckt.
verstehst du, meine Stockarme weil meine Stockarme eingesteckt sind. Jetzt habe ich auch einen Schluck auf. Das ist sehr witzig, ja. Ich dachte, das würde dir gefallen. Ich habe nicht nur deine Arme, sondern auch die Kugel gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Nein. Was ist damit nicht in Ordnung? Das Licht im Inneren ist erloschen. Die Magie ist einfach weg. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, um die Säule zu reparieren und den Schneesturm zu stoppen. Oh. Es tut mir so leid, Gameplayerin. Ich wünschte, ich wüsste, wie man sie repariert. Ich kann das in Ordnung bringen. Ich muss es einfach in Ordnung bringen. Ich muss nur hinter das Geheimnis kommen. Vielleicht gibt es ein Buch in Merlins Bibliothek oder eine andere Erinnerung irgendwo oder... Ich weiß vielleicht nicht, wie man die Kugel repariert, aber ich weiß etwas, das alles besser machen kann. Eine Umarmung! Jetzt, da ich meine Arme wieder habe, kann ich dir eine geben. Oh! 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 Danke, Olaf. Ich fühle mich um einiges besser. Ja, Umarmungen sind am besten. Moment mal. Die Kugel hat angefangen zu leuchten, als du mich umarmt hast. Merlin sagte, er wisse nicht, welche Tugend die Säule in der eisigen Höhlen antreibt. Aber jetzt weiß ich es. Es muss eine Umarmung sein. Nah dran, aber nicht ganz. Es ist Liebe, Olaf. Ein einfacher Akt der Liebe hat die Kugel repariert. Oh, dann wusste ich anscheinend doch, wie man die Kugel repariert. Heißt das, dass wir den Tag gerettet haben? Fast, aber nicht ganz. Ich muss die Kugel noch zurück in die Säule stecken. Los geht's. Wieso hat er jetzt die Kugel? Hallo, hast du die mir geklaut? Wie so ein kleiner Taschendieb, du. So, ich kann dich jetzt gerade nicht streicheln. Ich muss gerade was Wichtiges erledigen. Zack. Oh, endlich ist es hier ruhig. Das Ding ist endlich durch. Olaf! Hallo, ich bin's, Olaf. Wow, Gameplayerin, du hast meine fehlenden Teile gefunden und den Schneemann aufgehalten. Du bist sehr begabt. Es bleiben jedoch nur Fragen offen. Was hat es zum Beispiel mit der geheimen Kammer auf sich? Achso, das bin ich. Was hat das Vergessen darin gemacht? Mach dir keine Sorgen, Gameplayerin. Ich weiß, du wirst es herausfinden. Du bist praktisch diejenige, die alles im Dorf herausfindet. Ich werde hier sein, wenn du eine Umarmung brauchst oder weise Worte von einem Schneemann, der erfahrener ist als sein Alter. Aber jetzt werde ich erst einmal sehen, was sich im Dorf verändert hat, während ich beim Versteckspiel gewonnen habe. Ich glaube, es wird dir gefallen, Olaf. Es gibt so viele lustige Fakten zu lernen. Nee, das ist doof. Es gibt so viele neue Dorfbewohner, mit denen du dich anfreunden kannst. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, sie alle kennenzulernen. Danke, dass du mich gefunden hast, Gameplayerin. Du bist der beste Sucher, den ein Versteckter haben kann. Ach ja, und noch etwas. Hab dich. Du bist dran. Och, den müssen wir auch leveln. Stimmt ja. Okay. Was ist das denn bitte? Folgt uns dann eine Schneeflocke? Eine Wolke? So, dich nehme für die Gartenarbeit. Natürlich, wir müssen dich ja leveln können. Yay! Und wir können eine neue Quest bei ihm machen. Aber das werden wir natürlich jetzt nicht tun, weil wir jetzt schon fast 50 Minuten aufgenommen haben. Und ich denke, ich werde das Ganze nicht splitten, weil das ja doch eine sehr, sehr lange zusammenhängende Geschichte gewesen ist. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.